Hallo, bonjour. Ich bin Madame Wormuth. Dies ist das abschließende Übungsvideo zum Passé Composé und Imparfait. Voraussetzung: Du solltest alle Videos zum Passé Composé und Imparfait angesehen haben, insbesondere das Video mit dem Vergleich von Passé Composé und Imparfait. Zur Erinnerung siehst du hier nochmal kurz eine Tabelle, in der für Passé Composé und Imparfait typische Situationen und Handlungen aufgelistet sind. Im Passé Composé stehen Handlungen, die einmalig oder punktuell sind. Das Passé Composé steht bei Kürze, Abgeschlossenheit und zeitlicher Begrenzung oder drückt eine Reihung oder Abfolge von Handlungen aus. Das Imparfait steht für Dauer, Wiederholung, Häufigkeit und Gewohnheit sowie Parallelität und Gleichzeitigkeit von Handlungen. Denk dran, auf die entsprechenden Signalwörter zu achten. Leg dir Papier und Stift bereit, denn jetzt bist du dran. Es war Sommer, die Sonne schien und es war heiß. Die Bäume blühten und die Vögel sangen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com